So, hallo, willkommen zum nächsten FlyFP. Ja, erstmal ein kleines Sorry wegen den zurzeit etwas, naja, mageren LPs, beziehungsweise dass die generell nur sehr, sehr selten kommen. Ich glaube, die letzten 6, 7 Tage kam jetzt, glaube ich, mal gar keins. Und gut, ich meine, die meisten konnten sich denken, es kam GTA 5 raus. Ja, und mehr gibt's dazu eigentlich auch nochmal zu sagen. Ich meine, GTA 5 und ja, das ist natürlich dann das Problem. Ich habe natürlich das sehr, sehr viel gesucht, beziehungsweise ich zock das Game immer noch echt sehr intensiv. Und ja, ich meine, das ist eigentlich die Wahrheit. Ja, nee, auf alle Fälle, das Game ist echt mega nice und macht richtig Bock zu zocken und. Oh. Oh. Okay, hat sich einiges angesammelt. Kurpots und Cyrex. Danke euch beiden. Okay, nice, danke. El Cheapo. Mrs. Hammer 2. Ah, danke trotzdem. Mist, sorry. Uhuhu. Plus 10. Willst du mich verarschen? Ich dachte mir jetzt, okay, ich meine, bloß nur das hat das eigentlich auch. Oh mein Gott, 28%? Du übertreibst doch. Report. Mensch, nice, danke. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob das mehr so macht als ein Linus Cruiser. Ja, doch, ich denke schon, oder? Ein Cheese-Stick von Ringmaster. Boah, mega nice. Jetzt muss ich nur mal irgendwas einlagern. Warte mal. Lagern wir das hier mal kurz ein. Einen Bau. Oder warte mal, ich kann es ja eigentlich auch wieder zurückschicken. Theoretisch. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob das euch wirklich, ob das euch wirklich was bringt. Ah, trotzdem nochmal danke fürs Farmen. Das ist echt mega nett. Boah, der Kritschrein, der sollte nochmal richtig hart reinhauen. So, was brauchen wir denn noch? Ach so, warte mal, hier war noch nicht mal fertig. Nochmal ein Cheese-Stick, danke. Und Amplis. Mein, nice. So, haben wir jetzt Arex plus 5. Sollen wir die wegwerfen oder wir halten? Na gut, okay, jetzt warte mal kurz, jetzt machen wir hier kurz mal schnell die Boxen auf. Schauen wir mal schnell, ob wir hier irgendwie. Na gut. Event Activation. Ganzen Müll können wir auch mal verkaufen. Vor allem ist es echt hier noch bares Geld wert. Gar nicht mal so wenig. So, legen wir kurz mal rauf. Genau, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir ein paar Level Downs kriegen. Ja, Mist. Shit. So, die Dinger verkaufen wir immer noch. Komm. Ja, nice. Ein Level Down haben wir schon mal. Das heißt, wir können schon mal unseren LG-Bau tragen. Nice, 2. Boah, ist das nervig. Okay, damit kann man. Nee, dann haben wir den Dinger nicht. Den anderen Effekt nicht. Mist. Na gut, egal. So, hier einmal auf dem Achievement drauf. Können wir schon mal tragen. Und ich denke mal, ein bisschen erwecken können wir noch. Wenn wir jetzt immer mal 16 Tries. Das sollte reichen. Ach ja, warte mal kurz. Sorry, mal eben. Wobei, warte mal, ich bin mal. Müssen wir ganz sneaky. So, mal hier kurz im Teamspeak muten. Kriegt da eigentlich gar nichts davon mit. So, wo sind denn jetzt hier die. Hier sind sie. Ja, Attack Speed. Let's go.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, aber keine Ahnung. Next Best Erweckung nehmen wir einfach mal. Tue jetzt schon eine halbwegs sinnvolle, aber 100, also 54 MP jetzt zum Beispiel bei ihr weniger. Na, ich weiß nicht, wie viel oder wer sich von euch als so GTA 5 geholt hat. Also ich meine, was das relativ geil ist, es ist halt nicht so wie, naja, sagen wir jetzt mal, die großen Games wie League of Legends oder so. Ich meine, obwohl GTA echt ein sehr bekanntes und großes Game ist, es ist halt, es wimmelt halt nicht so von Kiddies, wie es halt sonst meistens üblich ist. Und das ist halt echt ziemlich nice. Ich meine, GTA hat relativ hohe Anforderungen, also Hardware-Anforderungen. Und das verhindert auch so ein bisschen, dass hier übermäßig viele Kiddies halt am Start sind. Das ist natürlich, wie gesagt, echt zu nice. Ja, schon so. Also wie gesagt, das ist halt echt schon mal, wo man sagen kann, ja gut. Ist halt so ein bisschen, naja. Wird halt also ein bisschen abgefangen. Naja, also ich meine, klar sind trotzdem noch einige Idioten unterwegs und willst es auch nicht gerade unbedingt auf Kiddies schieben oder so, aber ja. Halt ein bisschen entspannter, sag ich mal. So, was bräuchte uns hier? Genau. Ring nochmal anziehen. Brauchen wir sonst irgendwas? Ne, brauchen wir nicht. Oder? Briefkasten, genau, mal geklärt. Fail. So, diese Medaillen haben wir noch. Nee, sonst können wir nichts brauchen. Protects oder so? Nee, aber nicht. Wie macht bitte sein? So, sorry, dass ich hier gerade ein bisschen kurz angebunden bin. Aber sonst kriege ich wieder Ärger, ich würde hier nur zu viel in Flaches rumstehen und gar nichts machen. Genau, ich muss sicher auf ein bisschen Verständnis dafür. So, wo müssen wir hin? Mal 97, tut mir leid. Ja, nee, jetzt noch zum Thema GTA. Also, mein Fazit für das Game ist eigentlich, also das Game ist echt sehr nice. Meiner Meinung nach echt sehr gut gelungen. Hat nicht so den bitteren Nachgeschmack wie viele aktuelle Games, dass sie halt einfach mit der Zeit einen Reiz verlieren oder einfach die Entwickler ein bisschen vom Ganzen abheben oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das ist relativ geil in GTA, das kann man sagen, die haben einfach konstant ihre Qualität und die halten die auch und ja, das ist nice, also das ist auf alle Fälle sehr, sehr nice. Und ja. Ich meine, wenn man sich GTA kauft, dann ist man sich auf alle Fälle mal bewusst, was man will, was man generell, ja klar, was man sich kauft, logisch. Bin zu unfair, jetzt Flife zu spielen, ja, sorry. Bin gerade echt mega inkompetent. Ja, und ich meine, Rockstar schafft das Ganze auch immer wieder so zu halten, also ich meine, die halten einfach das, was sie versprechen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen banal, aber so, in letzter Zeit ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, also ja, muss man jetzt sagen, ist ein bisschen seltener geworden, dass man jetzt sagen kann, okay, hier, das und das Game, hält einfach oder verändert sich nicht zum Schlechteren. Und von dem her, also wie gesagt, das ist halt was, wo man sagen kann, gefällt mir persönlich relativ gut und denkt mal auch, das kommt bei den meisten
der ganzen Spiele an, also gut an. Ja, sonst, also ich habe halt noch eine SSD gekauft. Ich weiß nicht, also es gibt ja irgendwie mehr Mythen um SSD als um Harry Potter oder so. Nee, im Ernst, ich weiß es nicht, aber manche sagen, jetzt sind hier bloß keine Spiele drauf oder so. Verkürzt die Lebensdauer extrem. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach mal hier was, hier, hier habe ich drauf installiert, Warships und noch ein paar andere Sachen, kleinere Sachen, also jetzt kein Minecraft oder Flife, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich habe jetzt auch schon ein bisschen gegoogelt und so, aber ich habe jetzt nichts wirklich gefunden. Keine Ahnung, ob von euch da jemand eine Ahnung hatte, könnt ihr mal so einen Kommentar drunter schreiben. Aber gut, klar, Betriebssystem wird theoretisch Sinn machen. Andererseits, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir alle Daten zu sichern, hier das Betriebssystem auf die CD zu brennen. Also ich habe jetzt keine getrackte Version, nein, keine Angst. Ich habe jetzt schon die gekaufte Version. Allerdings habe ich früher mir einen Fertig-PC geholt, was natürlich jetzt nicht gerade die schlauste Idee war, aber generell nicht das schlauste war. Nein, wie auch immer. Auf alle Fälle, deswegen habe ich leider keine Installations-CD. Und ja, halt nur den Key. Ja, und generell ist halt echt ein ziemlicher Aufwand. Ich bin mir exakt nicht so ganz sicher, ob das halt wirklich das Ganze wert ist. Also, ich meine, im Moment habe ich jetzt halt ein paar praktische Sachen drauf, wie zum Beispiel Outer City, Movies, Sony Vegas, Photoshop, solche Sachen alles. Wo ich halt so denke, oder wo ich halt ja davon ausgehe, oder wo es halt generell Sinn macht, also dass es halt wirklich praktischen Sinn macht. Und wie gesagt, bei Games, ich weiß es nicht. Es ist echt schwer zu sagen, also ich meine, jeder sagt halt ein bisschen was anderes, klar. Oh, ein Dex mehr, nice. Ja. Ich meine, vor allem, was ist eine geringe Lebensdauer bei einer SSD? Ich meine, es gibt Foren, die beschreiben eine Lebensdauer von einer SSD als gering von 10 Jahren. Es gibt Foren, die schreiben von wenigen Jahren. Also ich glaube, ich kann mit einer SSD zufrieden sein, wenn jetzt, oder ich wäre zufrieden persönlich, wenn jetzt 2 Jahre überlebt und halt dann dann langsam im Geist aufgibt, wenn ich halt Spiele drauf habe. Ich meine, ich brauche keine SSD, die jetzt irgendwie hier 10 Jahre oder 5 Jahre so hält. Das, klar, wäre natürlich schön, aber das wäre jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz Sinn der Sache, oder halt, ja. Ich meine, alle 2 Jahre so kauft man sich im Prinzip einen neuen PC, oder, naja, sobald man das Mainboard austauscht, kauft man sich oder eigentlich generell nochmal die meisten Sachen neu, also, ja, je nachdem. Zumindest ich persönlich mach's so, weil, wenn ich das Mainboard und Prozessor austausche, dann ja, also ich meine, ich werde da nicht mit diesem komischen Kleber da rumhantieren und halt irgendwie einen Prozessor draufkleben oder so, oder eine CPU draufkleben, weil, keine Ahnung. Kannst du erstens viel kaputt machen und zweitens, weiß nicht, meistens fehlt es noch an mehreren Sachen. Zum Beispiel mir ist es auch so, ich habe jetzt einen 1300er RAM drin, eine GTX 67, was zwar eigentlich eine, ja, doch relativ gute Grafikkarte ist, überdurchschnittlich. Allerdings, das Problem ist, 2 Gigs VRAM ist halt einfach viel zu wenig für GTA. Brauchst im Prinzip eine 4 GB Karte und ja, da scheitert halt gerade. Und ich weiß auch nicht, welche Krakas dann aufwärtskompatibel sind. Beziehungsweise mit dem Mainboard kompatibel wären. Aber warte, meine Grafikkarten, glaube ich, sollten nicht alle kompatibel sein. Ja, nee. Nee, wegen RAM war es generell und wegen CPU. Ich habe jetzt den 5 drin. Den 34... irgendwas. 3470, 3490, ich weiß es nicht. Also im Moment noch eher so, ja, ein bisschen über, knapp über Average Size immer noch, so was Gamer Standards betrifft, oder ja. So im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld bewege ich mich aktuell halt noch. Nur mit der Zeit, also ich merke jetzt gerade so GTA 5 oder so, ja, bis auf Texturen kann ich den Rest auf Ultra spielen, aber
Texturen leider nur auf normal, eben halt wegen VRAM und so. Ist ein bisschen blöd, also. Videospeicher ist halt in GTA doch echt sehr wichtig und naja. Ansonsten, also, wie gesagt, die SSD, mein Fazit auf alle Fälle lohnt sich. Ich habe jetzt eine 500 GB SSD geholt, was zwar jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt ganz durchdacht war. Es hätte eine 52 wahrscheinlich gereicht. Ich dachte mir halt einfach so, ja gut, haust alle Spiele drauf und so. War auch so ein bisschen eine spontane Aktion. Aber ja, immer erst kaufen, dann informieren. Das ist natürlich immer das Schlauste. Bewusst nicht. Aber naja. Ich meine, wirklich lohnen, zumindest die GTA 5. Man kann nicht unbedingt sagen, es lohnt sich in dem Sinne. Also, die Loading Screens am Anfang, wenn man das Game das erste Mal startet und Multiplayer reinjoint, sind echt noch sehr lang. Also, ich glaube, es hängt auch nicht von der Festplatte ab oder von der Lese- oder Schreibgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich denke mal, es liegt einfach irgendwie an dem Online-Zugang oder so. Vielleicht sind die Server so langsam oder müssen irgendwelche Daten übertragen und so. Ich meine, ich habe eine 16K-Leitung, klar nicht der schnellste. 40er Ping oder 30er Ping oder so. Also eigentlich auch noch in Ordnung, sag jetzt mal, und sollte es eigentlich keine Probleme deswegen geben oder sollte nicht deswegen so lange laden. Aber ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Lädt halt trotzdem echt, wie gesagt, sehr lange, aber mit SSD wird es eben auch nicht besser. Also minimal. Vielleicht, ich habe jetzt aktuell so, sagen wir mal, ohne SSD 2 bis 3 Minuten Loading Screen. Und mit SSD vielleicht eine halbe Minute bis eine Minute weniger. Also trotzdem immer noch relativ lang, sehr lang. Ansonsten das Game selbst starten geht um einiges schneller. Also so, ja, dreimal schneller. Mit Sicherheit 2 bis 3 Mal schneller. Und ja. Mein Warships persönlich, muss ich sagen, habe ich echt den extremsten Unterschied. Also ich join in diesen Hafen rein und ich habe instant, also die Schiffe sind instant geladen. Klar, ich meine, das Ganze ist nur eine Beta-Version, das Ganze ist noch nicht gerade optimiert. Deswegen, ja, das Ganze lädt scheinbar Polygon für Polygon einzeln oder so, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, normalerweise dauert es immer so eine halbe Minute oder so, bis alle Schiffe und also bis die Schiffe plus Polygone und Details und was weiß ich alles geladen sind. Und mit SSD sind halt praktisch echt instant geladen, also. Also das ist so ein kleiner Tick Verzögerung und das ganze Zeug ist geladen. Also das ist halt auch nochmal so nice. Und auch ins Gefecht joinen. Normalerweise brauche ich 30 bis 40 Sekunden und wenn ich jetzt mit SSD reinjoin, 5, wenn es hochkommt, nicht mal 5 wahrscheinlich. Also echt krass. Also da kann ich, oder 5 bis 10, ja. 5, 6, 7, weiß ich. So ein Dreh. Also da muss ich auch noch mal sagen, da lohnt sich's echt wirklich ziemlich hart. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie extrem schädlich das jetzt Spieler für ein SSD sind. Da fehlt mir einfach die Erfahrung, beziehungsweise einfach so ein bisschen das Wissen dazu. Ich habe mich mit SSDs persönlich noch nicht wirklich beschäftigt, genauso wenig mit Mainboards. Kann zwar euch viel über Speichermethoden oder über CPUs, GPUs und die Technik dahinter erzählen, aber so die Sachen, die dann natürlich noch wichtig wären oder die halt so mit dazu gehören würden, nee. Da hapert's dann. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier Mammuts finden. Ach so, dann müssen wir die schon wieder, wir beziehen ja schon wieder. Na gut, ich denke, ich mache noch eine Folge, ja, ich mache noch mal eine Folge, mal schauen, wie weit das noch kommen. Genau, also erstmal mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFP.